Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt, und zwar Life is Stranger. Ich habe das schon mal angezockt gehabt, ich habe aber auch schon mal aufgenommen, hatte vor ungefähr einem halben Jahr. Und ich habe mir gedacht, hey, jetzt probierst du es nochmal aus. Ich weiß nicht genau, wie man dieses Spiel kategorisiert, ich habe das nur angetestet, ich bin nicht weit gekommen. Das dürften wir, denke ich, in drei Parts spätestens erreichen und danach ist es ein komplettes Blind-LP. Square Enix Konto, das weiß ich nicht, das ist, keine Ahnung, was das genau ist. Die Folge alle deiner, ja, das war zu schnell weg. Die Bildqualität ist extrem geil. So, hier ist ein Baum umgefallen. So, wie gesagt, was zur Hölle? Ich weiß nicht genau, um was es hier geht. What the fuck? Kleinen Flammen werden. Was? Ich kann nicht viel von ihm wahren. Hätte mir deswegen fast mein, was? Gag-Titel aberkannt. Herbstliche Atmosphäre im Klingelständer. Perfekt. Da ich an Halloween mit verkleidet. GRLT 24S. JPEG, also JPEG, Bild, das ist eine Datei, Bilddateiname. Meine Bilder, wo ich zum Beispiel als Thumbnails hochlade, haben auch immer die JPG oder JPEG, wie auch immer, die haben auch immer den Dateinamen. Zusatz: $5,299. Was zum Fick? Das sind, das müssen 4.500 Euro sein ungefähr. Also ich sag gleich dazu, ich bin kein Gronkh, ich werde jetzt hier nicht jedes Bild anschauen, was man anschauen kann. Popwine ist Grunge-Tot. Ist Grunge-Tot? Ja, steht hier, ne? Also Popwine ist der Name. Ist Grunge-Tot? Ist Grunge-Dead? Das wird quasi übersetzt hier. Mit den neuen Werken von Mark Jefferson. Das steht hier unten. Und 10 Gründe, eine E-Mail zu haben. Das steht dann. Keine Ahnung. Doch, hier unten stimmt schon. So. Wie gesagt, ich werde hier nicht alles durchlesen. Ich bin kein Gronkh. So. Synapse. Ja. Dunkle Schönheit von Mr. Jefferson. Ne? Steht hier wieder. Es hat sich herausgestellt, dass die Aufnahme heute erstaunlich gut läuft. Und ich habe mir gedacht, wir laufen jetzt mal los. Oh, jetzt hat's geruckelt. Oh je, hoffentlich fängt es jetzt nicht an zu ruckeln. Das wäre jetzt scheiße, wenn es genau in der zweiten oder dritten Folge anfängt zu ruckeln. Interessante Proportionen. Erstmal Musik reinmachen, das habe ich auch immer gemacht, wenn ich aus der Klasse rausgekommen bin, gleich mal Musik reingemacht. Der Soundtrack ist auch wirklich sehr, sehr schön in dem Spiel, muss man echt sagen. Life is Stranger, Episode 1, Chrysalis, wie auch immer. Die Steuerung ist ein bisschen blöd, weil sie nicht einfach sich dreht. Okay. Vermisst seit Monat, dem 22. April. I shouldn't be so stingy with my blood. Evan doesn't say much to me, but habe ich ihn jetzt schon gehabt? Evan doesn't say much to me, but ja. Das hatten wir schon, oder? Genau, das ist das, was wir schon gelesen haben. Belohnung. Am 16. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinen neuen Tabletten aus der Cafeteria gestohlen. Waren viele persönliche Fotos. Die Küste Oregons. Dies hat die Fischerwirtschaft in Budestate. Lass deine Stadt nicht im Stich. Go Otters.
Ich kann auch später nochmal alles anschauen, deswegen mache ich das jetzt gerade nochmal, weil später weiß ich nochmal, wann wir weiterkommen. Jetzt im Moment weiß ich es noch. Der beste Sänger Oregons. Einflüsse: The Ramones, The Shines, The Ramones. Haben wir jetzt zweimal drin, lol. The White Striped, The Ramones. Was zum? The Smites, The Ramones. Was, willst du mich verarschen? Das steht immer selber da. The Style Connection, The Ramones and Lady Gaga. Was? Ja, das passt ja zusammen. Traurig, einsam, deprimiert. Bete mit gleichaltrigen Bibelkreis. Okay, das lasse ich komplett aus. Aus Überzeugung. Bis du durchs Wasser gleitest und deine inneren Otter findest. Für Details, was kontaktiere. Enthält 4 GB Katzenfotos. Hahaha. Da haben wir einen Plan, wie die Katze ausschaut. Was ist das? I'm good to flow. Thanks. Ist das ein Kondomautomat? Achso, das ist ein Tamponautomat. The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Last, ja okay, einige Sachen haben sie definitiv nicht mit übersetzt, weil eigentlich hat sie gerade fuck you, also fick dich gesagt. Lass dich gegen Gripe impfen. Grippe impfen. Ich und mein Englisch. Dafür die Grippe dich erwischt. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. So, Leute. Life is Stranger. Ja. Ich bin gerade ein bisschen verschnieft noch. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. John Lennon? Warte, muss ich Strong drücken? Oh, holy shit, I can't let this happen. Ach so, ich hab den Hammer schon. Ein schöner Campus. Blackwall Academy. So, das ist wieder das Vermissen-Plakat. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre alt bist. Bei uns bist. 18 Jahre bei uns bist, etc. Dein 18. Geburtstag soll ein besonderer sein. Du wirst jetzt erwachsen, aber immer noch unser kleines Mädchen. ja, wie gesagt, wir schauen uns nicht unbedingt alles an, obwohl es in dem Spiel eigentlich... Die Sache ist eigentlich, dieses Spiel ist eigentlich fast provozierend. Man müsste eigentlich fast alles lesen und anschauen und alles machen. Wir gehen jetzt erstmal in die Mädchenbude. Ich möchte nämlich auch den Stand erreichen. Ich möchte auch wissen, wie es weitergeht. Beziehungsweise, nö, ich habe noch eine Idee. Wartet mal. Ein paar Sachen weiß ich noch, weil das hier ist noch nicht blind. Erst die Folge 4 oder so, oder Folge 5 ist blind, je nachdem. Wäre mir eine Ehre. Der Typ kann echt super zeichnen. I love how it captures the moment. Jetzt wollte ich da drüber springen, ganz aus Reflex. Lol. Wir können bloß raten. Die Musik in dem Spiel ist einfach so wahnsinnig geil. So. So, wartet mal. Ich weiß noch, dass man hier irgendwas machen muss. Also das hier ist noch nicht blind, erst wenn wir im Gebäude sind und wieder rauskommen. So. Oh, die steht auch hier. It worked. Don't mess with Max, bitches. So, kleinen Moment. Wir sollten an dieser Stelle sowieso mal den Part beenden, kommt mir gerade so. Gut, wir müssen jetzt nach drinnen. So, wir gehen jetzt nach drinnen. Und jetzt sind wir dann auch, ich denke, in der Hälfte dieses Parts dürften wir den Zustand erreichen, in dem ich keine Ahnung mehr habe, wie es weitergeht. Haben wir hier noch irgendwas? Ist das ein Duschraum? Ach, sieh mal an, das ist ein Duschraum, okay.
Ich dachte, das ist ein Klo. Der Bär. Gitarre. Spielen. Es wird echt Zeit, dass der neue Seiten drauf macht. Die sind immer noch blutverschmiert. Would Man Ray call them selfie portraits? Gute Frage. Und Ultravix. Was? Ultravix, ja klar. Ultravixens. Tatsächlich. Alles klar. Gut. Da ist ein Spiegel. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. Sieht fast aus wie ich, oder? That's the only tourist picture I let them. That was a good man. Chris. Das hier sieht fast aus wie ich. Drunk hanging on the Fremont Troll. Scheiß Facebook. Muss ich nur mal so kurz sagen. Warren Greyheart. Warren at Warren G at Blackwall Academy. .ed. Max, danke für deine E-Mail. Was, danke für deine Mail. Dank nochmal. Was, danke nochmal. Für deine Hilfe. Ich bin eher wissenschaftlich als künstlerisch. Kannst du mir kurz erklären, wie eine Kamera funktioniert? Okay. Der Fug. Okay, jetzt sind wir dann gleich auch an dem Punkt, wo ich mich nicht mehr auskenne. Keep clean and carry on. Okay, also müssen wir wieder raus. Und dann kenne ich mich auch nicht mehr aus. Was soll ich jetzt tun? Oh, und ich muss mir eine Großbuchstaben... Was? Weiterhin sagen, ich kann die Blackwall Akademie... Ah ja. Also jetzt, ab jetzt ist es auch blind übrigens, nebenbei bemerkt. Freunde 857, das ist so eine richtige Fame-Bitch. 1126 Abos. I'm an asshole. I'm sorry, Anna. You are. And I hope so. You really think I mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me, and you do my laundry. Thanks, Zach. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Oh Mann. Die Mädels haben Probleme. Dana, ich bin wahnsinnig schlecht in Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hast. Ich weiß, ich tue vor allem anderen so, als sei ich taug. Was? Taug? Kenne ich gar nicht das Wort. Aber oh, Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Geburt. Miss Dana wird Arzttermin. Die besten Serien aller Zeiten. Berisellung. Aha, Kram. Die hat sogar noch mehr als die andere Tusse da. Justin belegt Couch und Super Mario. Was? Super Mario, ernsthaft? Also sie war schwanger. Heftig. Ich bin ja grundsätzlich gegen Abtreibung, also ich bin der Meinung, jedes Leben hat das Recht zu leben. Oh, wir haben eine Nachricht bekommen. Oh, Mom hat uns eine neue Nachricht geschrieben. Max, dein Diktator... Was? Dein Direktor hat mir eine E-Mail geschrieben. Also ich bin ja stark gegen Abtreibung und alles, was damit zu tun hat. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Und ich finde, jede Art von Leben hat eben das Recht zu leben. Fuck this shit. So, wie gesagt, das hier ist jetzt alles für mich auch neu. Wie gesagt, das ist jetzt alles blind ab hier. Und mir fällt gerade was auf. Kann man stoppen? Ja, ich kann stoppen.
Boah, bin ich gemein, oder? Bis dahin, euer Drache. Und willkommen zurück zu Life is Stranger. Wir sind beim letzten Mal direkt hier stehen geblieben. Ja, wir sind das letzte Mal direkt hier stehen geblieben. Mitten in der Sequenz. So. Ich will ja nicht wirklich was sagen. Kann ich irgendwie zoomen? Nee. Aber schaut mal genau hin. Man kann ja direkt unter den Rock schauen. Also ganz ehrlich, das ist ja mal ein bisschen... Ja. Naja. Schon wieder so ein Missing-Ding. Also, ich vermute, dass man auch irgendwie rausfinden muss, wo die ist und so weiter und was damit zu tun ist. Weil ganz ehrlich, das ist ja fast schon ein bisschen arg aufdringlich überall. Da auch schon wieder. Moin. Major Bitch-Move. Mega Bitch-Move ist allerdings richtig. Art is science. Music is math, etc., etc. I'd put Stephen Hawking against Picasso any day. Hardcore. Alter. Was zum... Man. Die Illuminaten schon Thanks, wieder. Chloe. Es hat mit Sicherheit noch gewaltige Konsequenzen. Ein typisch amerikanischer Vorort. Die Bierflaschen stehen da auch rum. 17. Oktober 2013. Wow, 6.006 Dollar und 2 Cent. Entschuldigung. She looks super stoned. Mir kommt da gerade was. Seht ihr, was da hinten steht, hinter dem Globus? Das ist dieses Zeichen, was immer auf den CDs drauf ist. Oder oft. Kommt natürlich auch immer auf die CDs an. Ich würde so lachen, wenn jetzt plötzlich Slipknot laufen würde. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Ist aber auch nicht so das Wahre, oder? Die Welt verändert sich nun mal. Tablettenname. Tabletten USB. Oder P. 50 Milligramm. Rezeptpflichtig. An der Apotheke. Bitte mit Beipackzettel ausgeben. Okay. Können wir das Licht wieder ausschalten? Metal-Leute, willkommen zu meinem vorerst mal letzten Part in dieser Aufnahmesession. Ihr Abrechnung ist beigefügt. Dringend. Elektrizitätsrechnung enthält überfällig. Ah ja. Kenne ich irgendwoher. Lesen. Müsli, Milch. Achso, das ist einfach nur ein Einkaufszettel. Gut. Das Übliche, was eben so am Kühlschrank hängt. Wie ich im letzten Part schon sagte, es ist letztlich hier alles eine Vergangenheit. Sowas ist immer krass. Was macht denn sowas bitte in der Garage? Blackwell Academy, Platzierungen der Kameras. Aha. We stepped out as head of security at Blackwell. Ich habe mir schon gedacht, dass es der ist, bevor wir es jetzt gerade gefunden haben, weil es irgendwie gepasst hat. Chloe's stepfather is this asshole from Blackwell? You've gotta be shitting me. Hm.
Blackwell Academy, Sicherheit. Dave Madsen, 9.4.13. Okay. Yes, score. So. Man, I should have done that before they fell. Dachte jetzt, es würde da drauf liegen. Kann man jetzt nicht eigentlich, also ich würde das jetzt so machen, dass ich das da drauf versuche drauf zu schieben und jetzt ziehe ich wieder an und habe ich es da drauf liegen. So hätte ich das jetzt gemacht. Also irgendwas muss es doch mit dem Karton hier auf sich haben. Wie kriege ich das jetzt da unten raus? Schauen wir mal, ob ich so weit zurückspulen kann. Yep. Ich habe nämlich schon eine Idee. Wir schieben das jetzt da runter. Jetzt, wenn es runterfällt, landet es auf dem Karton. Und dann kann ich es nämlich rausziehen. Das alles ist ja jetzt schon blind mittlerweile. Die Musik ist auch wieder aus, fällt mir gerade so auf. Just a bit. There's no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Jetzt habe ich ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Gut, ich würde an dieser Stelle jetzt allerdings den Part beenden und außerdem, der letzte Part war, oder der vorletzte Part, einer war ja ein bisschen länger. Metal-Leute, willkommen zu meinem vorerst mal letzten Part in dieser Aufnahmesession. Ich hoffe, dass ich jetzt gerade nicht irgendwie ein Geräusch habe. What the hell? Ach, wartet mal. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich jetzt halt keine blöden Hintergrundgeräusche habe. Ich möchte nicht, dass ihr mir spoilert in diesem Spiel. Das Spiel ist ab jetzt ja sogar blind. Also ich habe ja die Parts auch dementsprechend benannt. Es müssten auch alle Parts bereits online gewesen sein jetzt. So. Oh. Okay. Ja. Okay. Hey, you okay? Also, ich mach's jetzt mal so, damit die Zeit nicht zu weit vorschweift. Das ist eine schwierige Entscheidung. Dieses Spiel. Einige von euch haben ja schon versucht, mir zu spoilern. Ich habe versucht, den Großteil davon zu ignorieren. Ich weiß auch schon ein paar Kleinigkeiten mittlerweile. Belassen wir es einfach mal dabei. So, jetzt ist die Frage, was genau machen wir? Lassen wir zu, dass er sie schlägt oder zeigen wir uns? Das ist eine schwierige Entscheidung. Aber ich denke, wir belassen es jetzt einfach mal. Die Waffe auch weggenommen, was wiederum dafür sorgt. Belassen wir es einfach mal dabei. You go already. I want to get the hell out of here. Ach so. Ach so, sie will jetzt alleine sein. Puh, das ist echt schwierig. Okay, wisst ihr was? Wir spulen mal doch zurück. Die haben irgendwas vom Window, also vom Fenster vorhin gesagt. Die klettern aus dem Fenster, lol. Ja, das ist genau derselbe Ort, den wir in unserem Albtraum genommen haben. Google-Fotografie. Oh, wir haben Erfolg bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man das in der. Ich habe das noch nie aufgepasst. Ich weiß nicht, ob man das in der Ding überhaupt mitkriegt. Im Stream, ob man das sieht. People can be such pigs. Ja, das ist allerdings richtig. Flora und Fauna. Also quasi Tier- und Pflanzenwelt. Von Arcadia Bay. Und die... und du. Was? Hallo, Naturliebhaber. Oregons. Bären, Schlangen, Kioten. Was ist denn ein Kioten?
Sagt mir gar nichts. Ich bin eigentlich mit Tiernamen ziemlich vertraut. Und Wölfe. Kajoten. Ach, Kojoten, Zeller. Kojoten, eine Art von Wölfen. Ja, wäre jetzt zu umfangreich, das zu erklären. Also Kojoten, jetzt weiß ich auch, was das... Kioten, ich habe das falsch ausgesprochen. Also Kojoten quasi. Wieso habe ich das mit ihr ausgesprochen? Kioten. Mit einem Y wahrscheinlich. Bleib weg, Wassermann. Bleib weg, Wassermann. Was zum... Alles klar. Ich finde es immer noch ein bisschen blöd, dass man nicht richtig rausscrollen kann. Ja, das Rausscrollen fehlt mir wirklich ein bisschen. Also ein bisschen weit. Ich will nicht extrem weit rausscrollen, aber schon ein bisschen weiter, dass man sie vielleicht ein bisschen, ja, dass man vielleicht auch die Beine ein bisschen sieht. So, da ist wieder irgendwelcher widerlicher Abfall. Kein Problem, du hast mir noch dein großes Geheimnis. Du hast mir noch dein großes Geheimnis erzählen. Du musst mir noch. Ich hasse Legasthenie. Keck. Was? Keck? Keck! Wir kecken rum. Oh yeah. Das ist ein Privatwitz von uns früher. Also heute ist es echt unheimlich kalt. Und es schneit wie Sau. Ich war vorhin, mitten in der Nacht war ich vorhin noch Pokémon Go spielen. Also ging auf Mitternacht zu. Oh, was haben wir denn hier? Oh, da ist ein Fischerboot. Oder zumindest ein kleines Ruder. Nee, doch, das ist ein Fischerboot. Er hat Kater blöd angemacht. Er ist immer noch gefährlich, das ist richtig. Lass uns die Polizei informieren, wird vermutlich nicht funktionieren, weil wir wissen ja, dass extrem... Naja, unsere Mutter hat uns ja schon angeschrieben, weil wir ja von Nathan... Naja... Also eigentlich ist er immer noch gefährlich, definitiv. Und lass uns die Polizei informieren. Können wir nicht machen, weil er so verdammt reich ist, hat er die Polizei vermutlich in der Hand. Ich meine, in die USA kommt sowas ja sehr häufig vor. Wow, 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 wow. Irgendwie dachte ich mir sowas schon. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt mir gesehen hat oder nicht. Ich war kurz auf dem Desktop. Ich bin aus irgendeinem Grund rausgeflogen, kurz. Krasse Entwicklung. Rachel. Ich war noch nicht so allzu weit. Ich zünd mir jetzt jedenfalls erstmal eine Kippe an. Das Spiel an sich ist wirklich, wirklich schön. Mir gefällt vor allem, ich mag ja Musik ohne Ende, also. Und ich finde einfach die musikalische Untermalung unglaublich geil. Also die ist wirklich unglaublich geil. Und ich bin wirklich wahnsinnig begeistert davon. Wie das Spiel sich bisher entwickelt hat. Auch wenn es natürlich noch sehr interessant laufen wird. Nach dem, was ich mitgekriegt habe, soll es einen Mörder geben. Aber das kann man sich auch so abdenken. Also ich bin schon von Anfang an davon ausgegangen, dass es hier irgendwo wahrscheinlich einen Mörder oder so gibt. Wie soll ich sagen, weil wir eben... weil man eben ja schon die Ding hatte. Die Rachel, die ja verschwunden ist. Da ist es ja eigentlich naheliegend, dass es sowas sich um sowas dreht. Wir haben jetzt 2.39 Uhr. Da werde ich versuchen... Ich werde wahrscheinlich jetzt bis 3, 4 Uhr aufnehmen. Das Problem in dem Spiel sind halt wirklich die Entscheidungen. Man hat halt wirklich so viele Auswahlmöglichkeiten, was natürlich in so einem Spiel immer wieder geil ist. Das wird in Ding noch kompliziert, wenn ich das mal aufnehme irgendwann. Physics X bei Nvidia. Alter Vater. Was? Willst du mich verarschen? Hä? Was zum... Hä? Du willst mich verarschen. Was? Wollt ihr mich verarschen? Oh Gott, ihr glaubt nicht, wie peinlich mir das jetzt ist. Och Mann. Okay, da muss ich mich drum kümmern. Na gut, dann ist das vorerst mal der letzte Part von Life is Stranger gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dahin. Alter, ist mir das peinlich. Haut rein, ciao.